das ganze Pulver letztes Jahr verschossen, glaube ich. Du, mit der kann ich gar nicht mischen. Das ist ein abartiges Ding. Da muss ich ja flach machen. Bringen wir uns hoch. Ja, wir haben euch alles kalt. Das ist Wahnsinn. Wer hat viel Ort holen, dass er es unterrechnen kann? Ja, warum stellst du aufs Kabel, wenn es so läuft? Auf wie! Eis, ne? Merci. Aber ich finde, am meisten merkt man es wie ein Schlittschuhlauf. Ja. Weil das ist wie ein alter Mann halt. Guter Platz für dich. Ami, wie läuft es bisher? Ja, bescheiden noch. Ganz bescheiden. Da ist immer schwer am Anfang reinzukommen wieder. Haben wir eine lange Pause gehabt und dann ja, ist immer schwer wieder die Ausrüstung da ein bisschen reinzufinden. Aber deshalb machen wir es ja, dass man da wieder reinfindet. Aber noch ist mehr Arbeit als Spaß dabei. Hat er ja toll gefangen, kann man nichts sagen. That's usually me. Deswegen kannst du kurz erklären, warum du deine Handschuhe tapest? Ja, am Anfang sind die immer so steinhart und jetzt ein bisschen reingeschwitzt. Jetzt sind sie eh schon ein bisschen weich und bis morgen lassen wir die mal so zusammengetaped, damit die noch weicher werden. Ich bin ein Wahnsinnsfußballer. Und zum Schinki, wenn wir meine Füße bandagieren lassen wieder. Martin, du bist etwas gehandicapt noch, deswegen nicht selbst auf dem Eis, aber wie sind deine Eindrücke bis jetzt? Good, I mean, das ist der erste Eiskontakt für meisten der Spieler und das dauert immer ein paar Tage, bevor die haben richtig einen guten Lauf und das alles flüssig ist, aber die sind fleißig. Die arbeiten hart hier in Füssen und ich glaube, es ist eine sehr gute Stimmung in der Training. Jetzt sind Spieler aus Weiden und Bayreuth da. Gleich mal das erste Zeichen einer funktionierenden Kooperation. Genau, das passt auch sehr gut zu diesem Camp. Mit alle drei Kooperationspartnern aufs Eis, mit alle jungen Deutschen, die können auch innerhalb dieser Dreieck-Kooperation beweisen. Weißt, die Weidener Spieler wollen den Bayreuth-Trainer zeigen. Der Bayreuth-Spieler will mich etwas zeigen. Das ist alles ein gutes Konzept und funktioniert sehr gut momentan. Welchen Eindruck hast du von den beiden Trainern, von Markus Bärwanger und Sergei Weißmüller? Weißmüller, ja, das sind beide gute, engagierte Trainer. Ich kenne beide auch von früheren Zeiten, auch von meinen Trainerausbildung, Lehrgänge. Beide sind gute Menschen und beide gute Trainer.